get no sleep last night, I'm late. But time will tell, yo. Said if you love me, why would you. Mit so Michael Jersen, Jordan? I don't know myself, yo. That one there is a work of art, but cannot fit. Was geht, Freunde? Wir sind wieder zurück mit einer neuen Reaction. Ja, gerade knallt es die Woche mit Videos, aber es gibt einfach viel Content zu machen und nehme ich natürlich mit. Bockt. Ich hab Bock. Freunde, lasst dem Video ein Like, einen Kommentar, ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und ihr wisst selber, ihr könnt mir gern, ihr könnt gerade 20 Euro gewinnen. Das mache ich eigentlich so gut wie jede Woche. Ihr müsst einfach mir hier auf YouTube folgen, auf Instagram folgen und auf Instagram auf meiner neueste Story einfach T-O-H-T schreiben. Tot! Tot! Fertig. Ich suche im Laufe der Woche einen aus. Und dann seht ihr am Ende der Woche in meinem Video, wen ich ausgelost habe. Und dann dreht sich der Hase wieder. Versteht ihr, was ich meine? So. Ja, Freunde, lasst den Video, liken, Kommentar, ein Abo da. Wir gehen hier in 7 Girls Blind Dead nach Outfit, nach Kostüm. Sorry, nach Kostüm. Ja, wird sehr, sehr witzig. Bin sehr, sehr gespannt. Wir lieben die Reaction. Slums up, Freunde. Wir gehen rein. 7 Girls Blind Date nach Kostüm. Da gibt's ein Like, bevor ich überhaupt anfange. Und ein Abo natürlich. Nicht vergessen, ganz wichtig. Ein Abo und ein Like, bevor das Video überhaupt losgeht. So wie bei dem Video jetzt hier. Ihr wisst, ich liebe Sofo. Ich liebe das Format. Mehr gibt's da gar nichts zu sagen, you know. Wir gehen einfach rein, Chat. Ich bin sehr gespannt. Nach Kostüm ist creative. Bin gespannt. Darf Mike jetzt entweder ein Küsschen geben, falls sie ein zweites Date will, oder das hier ins Gesicht spielen, wenn sie keins will. Alter, was? Das ist Mike, ein guter Freund von mir, und er datet heute 7 Girls gleichzeitig in einem Kostüm. Hinter diesem weißen Vorhang. Okay, ich predikte, Mike, nicht böse gemeint, ich predikte Mike, Todes-Sesti und Todes. Cringe, sag ich, komm. Den 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt einer raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Selben Schuhe ist wack. Alle selben Schuhe ist wack. Okay, was sind deine ersten Gedanken? Schuhe. Wow. Ob ich hier oder beim Deichmann bin, ist irgendwie das Gleiche gerade so. Na, okay, welche dieser Schuhe? Immer die gleichen Tops. Hä, lass Sofo in Ruhe mit ihren Outfits. Ich finde die Hose cool, die Schuhe cool und das Top ist cool, weil sie halt ihren Körper betonen will. Und das ist ja auch völlig cool. Finde ich super. Steht ihr auch, völlig. Fällt dir als erstes ins Auge? Die pinken. Aber ob es gut ist, ist die andere Frage. Die 5. finde ich gut. Mhm. Ich finde natürlich alle gut. Die 7. nicht? Doch. Kann ich was fragen? Ja. Kandidatin Nummer 1, was sind deine Goals im Life? Mein Beruf, auf alle Fälle. Was ist dein Beruf? Ich bin Maskenbildnerin und Friseurin. Und ja, das Reisen, würde ich sagen. Also jeden Tag so ein bisschen in den Tag hineinleben und genießen. Würdest du mitreisen? Nee. Chat, was ist ein Masken? Was ist denn das? Mike, du bist kein Reiser. Doch, ich will das auch mal ausprobieren. Willst du mitfahren? Ja, sicher. Nee, du bist kein Reiser. Doch. Nee. Moin, Kandidat Nummer 2. Mein Goal in Life ist, glaube ich, glücklich sein und so viel wie möglich zu tun, damit ich auch glücklich bin. Was tust du? Ist aber auch gut so. Ist aber auch gut. Masken und so, ich check das. Andere Leute schminken. Ach so. Ja, das ist cool. Ja, glücklich sein ist das Wichtigste. Was ich zum Beispiel tue, um glücklich zu werden, ist, den ganzen Juli Rolling Loud seine Mutter nehmen. Wirklich, da habe ich so Bock drauf. Rolling, zum Beispiel, das ist so, wo ich sage, das macht mich glücklich und darauf habe ich richtig Bock, sowas. Das müsst ihr euch zu Herzen nehmen. Müsst ihr euch zu Herzen nehmen. Masturbieren? Ne? Nee. Dafür? Auch viel reisen, mit Freunden sein, arbeiten, studieren, Sachen lernen, meditieren. Was studierst du? Content Creation und Online Marketing. War cool. Studieren? Ja. Muss gar nicht. Oh, hätten wir vielleicht auch studieren sollen. Hätten wir machen sollen. Wären wir irgendwo hingekommen. Nummer 3. Boah, also mein Goal in Life war früher eigentlich, ein Buch zu schreiben. Aber deine Streams machen mich glücklich. Aber damit habe ich mich jetzt eigentlich abgefunden und jetzt, glaube ich, will ich einfach nur erfolgreich werden in meinem Job. Und welchen Job hast du? Ich arbeite gerade im Marketing bei Siemens. Aber Marketing ist doch schon gut. Ja. Machst du im weitesten Sinn auch. Ja, alles ist gut, wenn man es liebt. Was wäre ein No-Go-Job? Deiner. Nein, Spaß. Drogendealerin. Also, das weiß nicht, ob es so common ist. Ja. In der Female-Sparte, vielleicht sollte man da auch noch was tun. Quality, weißt du, ich meine. Kandidatin 4, bist du Drogendealerin? Nein, ich bin keine Drogendealerin. Schade. Noch. Schade ist crazy. Nicht. Aber was natürlich kann auch werden. Aber meine Goals in Life sind generelle Zufriedenheit und auch Mental Health priorisieren, weil ich finde, das ist ein bisschen underrated. Priorisierst du dein Mental Health? Du hast gar keins, ne? Vielleicht brauchst du deswegen genau sie. Ja, ein Ausgleich. Ja. Ja, ich brauche genau die Schuhe. Kandidatin Nummer 5? Also mein Endziel ist natürlich auch glücklich sein, aber mein nächstes kleineres Ziel, würde ich sagen, ist, dass ich endlich mein Studium abschließe. Danke, fühle ich. Endlich scheiß Studium, diesen scheiß Bachelor abgeben, Digga, und fertig sein. Das ist wirklich.
Studium abschließen, passt doch zu dir. Ja, was? Zusammen das Ganze beenden. Ja, ja. Wir können gemeinsam lernen. Ich studiere halt Medizin und will Psychiatrie machen, das passt eigentlich. Oh, ja, das klingt gut. Oder man macht sich dann gegenseitig fertig, weil sich jeder voll zu Tode analysiert. Klingt ja auch nach einem guten Plan, aber du müsstest mich ein bisschen motivieren. Bist du ein, lernst du brav? Ja. Okay, seit wann, gut. Seit wann bist du in dem jetzigen Semester? Nummer 6. Nummer 6. Mein Goal wäre es wahrscheinlich, meinen bisherigen Lifestyle weiterzuführen. Tote Schuhe! Tote Schuhe! Was ist das denn? So eine Schuhe mit so komischen Socken, Digga. Was ist das denn, ja? Das sind so diese Socken, die ich anziehe zu Hause, wenn ich, Ich habe diese Socken so zu Hause, wenn ich keine anderen Socken habe, mit diese so oben hier, diese Muster, wisst ihr? Digga. Zu leben, da bin ich eigentlich ganz glücklich drin, aber vielleicht auch noch währenddessen berühmt zu werden, das wäre, denke ich, ganz lustig. Und mein Alltag ist halt aufstehen, ein bisschen Geschichte lernen und dann feiern gehen. Aufstehen gehört tatsächlich auch zu meinem Alltag. Und aber berühmt willst du werden? Ja, voll, aber etwas nicht zu anstrengendes. Also ich, so Anna Delvey. Faul. Ja. So Anna Delvey-mäßig wäre schon lustig. Ja, dann würde ich sagen, Ex on the Beach. To her to handle. Wenn ich keinen großen Scheme hinbekomme, dann wird... Ja, diese also Chat, sorry, meiner Meinung nach, kriminell. Kriminell, jeder wie er will natürlich, bevor Leute rumholen. Digga, Dunks oder so Air Force und so mit kurzen Socken gehört eingesperrt. Das wohl, ja. Kandidatin Nummer 7. Ich habe halt allgemein so ein bisschen einen crazy Lifestyle. Ich bin gern unterwegs, bin viel auf Partys, aber bin auch viel zu Hause. Denn wir haben auch einen Bauernhof und wir haben auch Tiere. Also wir haben Kühe. Ein Hund, Hühner. Ich habe eine ganz wichtige Frage an alle. Hat euch in eurem Leben schon zufällig irgendjemand auf der Straße angesprochen und sowas gesagt wie, also, boah, du solltest Model werden. Mach doch mal. Tatsächlich bei mir jeden Tag, Chat. Bei mir tatsächlich, also es kommt oft vor. Also ich gehe einfach in die Uni, kommt, ey, du sollst Model werden. Wer fragt sowas dann? Modeling. Oh, das ist so eine unangenehme Frage, wow. Boah, in deine Fresse, Lan. Boah, hart, krass, hart. Boah, W. Soffo. Nein, Spaß. Nee, ist kein Spaß. Ist auch nicht wichtig. Nee, Sag mal. Ist ja auch nur. Ich will einfach sehen, wie gut ihr ausseht. Nein. Hat das jemand zu euch schon mal gesagt? Nein, wir müssen das nicht beantworten. Schau mich an. Das ist dann der Model und der Freak. Die Schöne und das Biest. Ja, ich meine, alles süße Antworten, ja, alles viele Schuhe. Ich habe nichts zum Rauswählen. Es ist ja, das ja aber das muss jetzt einfach dein Gefühl sein. Stell dich da vor, wo dein Körper sagt, nein. Die schmeißt du raus. Mein Körper entscheidet. Glaub mir. Fühlt sich gut an. Weiter. Was habe ich gesagt am Anfang des Videos? Zeus Rewind. Ich predikte Mike, nicht böse gemeint, ich predikte Mike Todes-Sesti und Todes-Cringe, sag ich. Ich rieche es. Ich habe den Urin. Ich muss raus. Was? Ja, keine Ahnung. Du hast gesagt, ich soll meinen Körper entscheiden lassen. Ich lass dich jetzt komplett entscheiden, weil ich kann es nicht sagen. Ja, genau. Weißt du was, Mike? Ja? Ich weiß, das sind keine Doc Martens, aber du bist nicht so ein Doc Martens-Girl. Ich weiß nicht, was das ist. Hast du gerade gesagt, ich bin kein Doc Martens-Girl? Okay, danke, dass du mir das auch sagst. Du bist nicht der Typ für Nummer 5. Ja, gut. Nummer 5, es tut mir so leid, aber es hat einfach nicht gepasst. Oh. Okay. Oh nein! Oh, wir passen voll! Oh. Tod! Hallo. Hi, ich liebe dein Kostüm. Ob du es glaubst oder nicht, ich war auch mal ein Hündchen. Wirklich? Ja. Ich habe sogar noch ein Ei. Oh mein Gott, ihr passt so gut zusammen. Ja. Ich da müsst ihr euch aber connecten. Ja, die Schuhe hatten eh nichts mit dem Outfit zu tun, aber... Aber jetzt im Outfit sehen die Schuhe halt auch voll geil aus. Doch, doch, das passt. Das ist so ein Badass-Queen. Ja, vielleicht sehen wir uns noch irgendwann, da zeige ich dir meine Eier. Ja, das war schön. Macht einen sehr lieben Eindruck aber hier, die liebe Amelie. Ich wünsche dir nur das Beste. Sehr cooles Outfit mit dieser Eiertasche, finde ich witzig. Ich finde das Kostüm geil. Mit dieser Eiertasche so. Sein Witz völlig untergegangen. Der ist nicht untergegangen, Riley, der war einfach unlustig. Weißt du es? Ja. Na, ja. Nächste Runde. And damn. Okay, jetzt sehe ich auch das. Okay. Ich glaube, sie hat Naruto, tot, Wings Club, Gefängniskostüm, tot. Dass wir Kostüm-Edition haben, weißt du? Ja. Jetzt ist alle sehr tot, ja. Oder Müllmann, ja. Ja. Ich habe übrigens Outfit-Change gemacht. Ach lol, ich sehe jetzt erst, ja. Bei den Oscars. Bin amazed. Bin Klimakleber. Und du hast sogar Kleber dabei. Ja. Um deine zukünftige an dich direkt zu kleben. Ja. Mike hat sich in seinem YouTube-Video an Klimakleber geklebt. Das klingt jetzt, wenn du es so sagst, klingt's dumm.
Das ist auch dumm. Anyway. Ja. Ich finde Nummer 5 passt am besten zu dir. Das ist schon ein Vibe. Ach so, ja, eine Warnhose. Finde ich gut. Wir können uns gemeinsam an die Straße kleben. Kandidatin Nummer 5, hast du Lust, dich auf den Boden zu kleben? Also ja, klar, natürlich. Ich kann mir nichts Besseres an einem Samstagabend vorstellen. Perfekt. Welches Outfit findest du direkt am nicesten? Also wenn du auf einer Party wärst, welches Outfit, da würdest du sagen? Ich finde, Nummer 4 erinnert mich ein bisschen an meine Jugend. Ich habe nämlich früher getanzt, Turniere getanzt. Das ist sehr männlich, will ich auch an der Stelle feststellen. Das ist ein Leistungssport. Okay. Ja. Okay. Brauchst jetzt gar nicht mich so, okay, brauchst gar nicht so laut werden. Ja. Ja, finde ich gut. Ich finde, Nummer 1 finde ich interesting, weil ich nicht weiß, was es ist, aber ich glaube, das erfahren wir noch. Mhm. Finde alles cool. Also, bei Kandidaten Nummer 1, was könnte es sein? Vampir. Ein Vampir ist ein Umhang, ne? Achso, haben die keinen? Bro, redet einfach, um irgendwas gesagt zu haben, ja, voll anstrengend. Jedoch? Ja, so, Nummer 2, a maid. Oder Schneewittchen. Findest du so ein Onesie Chicken besser oder so ein süßes Kostüm mit hohen Hacken? Onesie Chicken. Echt, findest du besser? Mhm. Oh, weil du so ein cozy Typ bist. Ja, ich ein Fettsack bin. Spaß. Jetzt nicht Danke, nächste, Juno. Kandidatin Nummer 3 ist auch lustig. Ich, Leo. Ja, finde ich interesting. Was glaubst du, ist Nummer 5? Klimakleber. Also Stand jetzt ist für mich das interessanteste Outfit ihr ist ja eigentlich so. Also am Ansprechsten, das finde ich tot. Das klebt doch auf der Hand. Ja, Nummer 6 habe ich keine Ahnung, was das ist. Sei doch mal ein bisschen kreativ. Also Buchhalterin. Bestimmt. Aus einem ganz besonderen Film. Achso. Darf man das fragen? Ich weiß nicht, ob man das fragen darf. Sag. Linker Fuß nach vorne oder egal welcher Fuß nach vorne, wenn ihr raucht. Okay, weil das ist für mich so eher so ein No-Go. Ja, alle drei raus bei mir dann. Hast du gesagt, das ist ein No-Go, nicht zu rauchen? Was? Ja, das war ein. Ja. Mhm. Ich mag auch direkt so ein Röstaroma beim Küssen, weißt du? Seid ihr Partyraucher oder tatsächlich Kettenraucher? Partyraucher. Ja, Partyraucher. Ich selbst identifiziere mich als Partyraucher, ja. Mhm. Ich bin auch eher so der Partykleber nur. Nummer 5? Ja, also bei mir, ich rauche vermehrt auf Partys, aber ab und zu auch in der Uni. Raucht und klebt sich in die Straße. Rebell. Ja, aber dann klebe ich so daneben. So. Dann kann ich nicht weg. Das ist hier wirklich ein toter Witz nach dem anderen. Also auf alles, auf korrekt, ne? Das ist ja radikal hier, ja? Also von den Witzen und so, das ist nicht witzig, ja? Gute Frage. Und zwar, was ist eure persönliche Red Flag? Kandidatin Nummer 1? Ja, also ich habe da ein paar. Also ich hasse es, wenn man mir nicht zurückschreiben kann. Ich verstehe es nicht. Es gibt so Leute, die lesen das und die schreiben einen einfach nicht zurück. Und was ich noch hasse, ist, wenn Menschen am Boden spucken. Ja, zurückschreiben ist nicht meine Stärke, aber Boden spucken bin ich voll dabei. Das ist ekelhaft. Ich hasse ein bisschen Typen, die nicht so, oder allgemein Menschen, die nicht zu ihrer eigenen Meinung stehen können. Sehe ich aus, als würde ich nicht zu meiner Meinung stehen. Aktuell. Nee, bist du einfach so nicht. Ohne deine Beste. Ich bin stich schon zu meiner Meinung. Ja. Nummer 3. Eine Red Flag ist... Digga, Bro, ist todesanstrengend, ja. Ist definitiv Ungepflegtheit. Ich mag es, wenn ein Mann zum Beispiel gut riecht. Wichtig, ist aber auch richtig, Chat. Wenn sie gut riecht, aber eine Frau muss auch gut riechen. Gänsehaut, was war das? Ab wann riecht man schlecht? Also wo ist noch so der Grad? Naja, wenn du 3 Tage nicht duscht, dann... Kann bei mir schon mal oft vorkommen, dass ich mal 3 Tage nicht dusche, Chat. Letztens ist es wieder passiert. Ich sage ehrlich. Ja. Nummer 5. 4. Meine persönliche Red Flag bei Typen ist, wenn sie oberflächlich sind. Ich hatte zum dir, der gerade gefragt hat, wurde dir schon mal als Model angesprochen? Ja, aber du weißt, ich bin nicht oberflächlich. Ja, mein Self-Esteem ist so tief, dass... Nee, also... Sei leise! Boah, Junge, ich musste schreien, sorry. Digga, sorry, Chat, ich musste schreien. Es ist gerade alles aus mir rausgekommen. Ich sag ehrlich, es tut mir wirklich leid, Digga. Digga, Bro, redet einfach nur, ja. Die Date Nummer 5. Ja, also meine Red Flag bei Typen ist, wenn sie so eine Art Control-Freak sind. Also ich... Ich kann das halt gar nicht, wenn mir jemand jetzt sagt, was ich zu tun habe und was ich nicht machen darf. Also ich bin da, ich brauche meine Freiheiten. Mhm. Ja, ja, du ich, auch. Ja. Und Kandidat Nummer 6? Ich finde es extrem unsympathisch und nicht wirklich sexy, wenn jemand unmotiviert ist im Leben, keine Ziele hat. Warum hast du gerade auf mich gezeigt?
Nee, ich hab verdeutlicht, dass ich zustimme. Ah, sehr gut. Ja. Based auf diesen Fragen musst du jetzt eine auswählen. I'm sorry. Hey, weil, könnt ihr nicht in einem Wort eure Red Flag einmal kurz? Nummer 1. Ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig. Nummer 2. Ich bin sehr schnell genervt. Nummer 3. Ich bin crazy. Ich bin crazy. Das meinen sie mit crazy Chat, by the way, dass ihr checkt. Das ist sie Chat. Genau das ist sie Chat. Digga. Crazy. Okay, Nummer 4. Overthinking. Anywhere. Nummer 5. Chaotisch. Nummer 6. Zu organisiert manchmal. Zu organisiert. Das ist aber eine Green Flag für dich. Geile Red Flag. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, Nummer 5 ist nicht gut für mich, weil ich bin so chaotisch. Ich glaube, ich brauche so einen Gegenpol. Ja, da hast du ja mit mir dann Glück. Huh? Stark. Aber ja, alles klar. Ja. Dann Kandidat Nummer 5. Ja, dachte ich auch. Hi. Du bist also doch keine Klimakleberin. Nein, ich bin ein... L-Pick, ernst. Kennst du die? Boah, L-Pick, Digga, wow. Das kam gerade aus dem Nichts, Bro. Boah. Lena Klempiert heißt sie auf Insta. Das schockt mich gerade. Das ist gerade krass. Das finde ich gerade sehr, sehr krass. Okay, Hamid, krass. Ist sie zurückgefolgt? Wichtig. Ich gönn dir, mein Bro, ich gönn dir aber trotzdem. Boah, Digga. Vor Daniel hier, schon wieder? Wie kommt der darauf, vor 2 Tagen schon vor Daniel hier zu schreiben? Ihr predicted's, Chat. Ihr predicted es einfach. Kann das sein? Kannst du Insasse. Bist du da mit Drogen reingekommen? Nein. Gut. Was ist, das sage ich nicht. Das ist. Okay. Sie sieht mega gut aus. Dankeschön, dass du da warst. Ja, die ist, also die ist auch so eine, wo ich sage, mein Type so von so Haare und finde ich schön. So. L-Pick, Retalk. Dicke L-Pick. Schreibt ihr. Spaß. Wer einer schreibt dir. Und wenn ich ihr schreibe, was dann? Ah, oh, das war eine Fehlentscheidung. Nächste Runde. Oha. Ist doch kein Vampir. Ah, Hogwarts, never mind. Ich dachte, es wäre irgendwas mit Naruto. Ja. Harry Potter. Mhm. Guckst du Harry Potter? Ich habe es 2-mal geschaut und habe mir nichts gemerkt. Ich habe mir beim ersten... Ja. Du magst kein Harry Potter? Das ist komplett krank. Was hältst du von Kandidatin Nummer 1? Ich habe auch keine Ahnung von Harry Potter, sorry. Perfekt. Ich liebe Harry Potter. Ja, tote Outfits, ich sag ehrlich. Tote Outfits leider. Also Kostüme natürlich, ne? Also sind ja keine ernsten Outfits. Aber vielleicht das Einzige, wo ich sagen würde, cool, ist vielleicht das hier so ein bisschen, aber. Kandidatin Nummer 2, was glaubst du bei ihr? Ich weiß immer noch nicht, ist doch ein Maid, oder? So ein Engel vielleicht. Sind das blaue Haare? Glaubst du, sind die gefärbt fürs Kostüm oder sind die echt blau? Nee, die sehen schon echt. Nee, die sind echt blau. Wie krass. Stehst du zu bunten Haaren? Finde ich prinzipiell nicht schlecht. Das ist auch gut. Boah, blaue Haare ist tough. Immer noch die Tänzerin in meinem Kopf. Bist du richtig Tänzerin? Gute Figur. Ich bin keine Tänzerin. Ist keine Tänzerin, kann ja noch werden. Ich aber bin Tänzer, die Jungs sind Sänger. Damn. Ja, Nummer 5 ist immer noch Buchhalterin. Nummer 5 ist so sexy Sekretärin. So, Barbie. Barbie? Oh, Barbie. Ich wollte es am Anfang nicht sagen, weil das kommt dann wieder so. Und ich will hier ja nicht anecken. Hast du eine Frage? Kandidatin Nummer 1, wurde dir schon mal das Herz gebrochen und wenn ja, wie? Nico. Also ja, aber es war halt nicht so eine direkte Beziehung, sondern mehr so... Chat, wurde euch schon mal das Herz gebrochen? Mir tatsächlich, ich kann es nicht als Herzbruch nehmen, um ehrlich zu sein. Das Herz gebrochen ist schon so eine harte Aussage, ich sag ehrlich. Das ist schon sehr, sehr, das ist schon so, wo ich sage so, boah, voll so abgefuckt und so. Relationship und am Ende ist halt leider nichts draus geworden, beziehungsweise hat... Ich weiß noch damals, wo ich keine Mats hatte und mein Kollege mir kein Holz gedroppt hat und keine Muni für die Eier, obwohl er 999 Holz hatte und 200 Eier-Muni. Habe ich im Nachhinein rausgefunden, das hat mich gebrochen. Dann eine andere im Start und ja, yeah, so I'm brokenhearted. Ist er fremdgegangen? You're still brokenhearted? Nee, mittlerweile happy. Bin happy single, kann ich nur sagen. Hat es nicht gepasst oder ist er fremdgegangen? Ja, man kann so sagen, er hat halt eine andere nebenbei gehabt und hat mir halt nichts gesagt, so, obwohl wir gesagt hatten, wir spielen mit offenen Karten, aber ja, so war es halt dann doch nicht. Damn, er wird dich nicht betrügen. Das really? Ist voll für. Ah, das ist ja super, dann matchen wir ja. Ich habe zu wenig Riz, wie die Jugend heutzutage sagt. Okay, Kandidatin Nummer
Das, warte mal. Zwei. Ich habe zu wenig Riz, wie die Jugend heutzutage. And that's facts. Aber, wow. Ich kann einfach das Wort Riz einfach, dieses Wort Riz ist einfach uncool geworden wegen solchen Leuten und allgemein auch wegen so diesen Ü25 Leuten. Digga, sorry, aber wenn du 30 bist und Riz sagst, dann das geht nicht, sorry. Ich mag das einfach nicht. Ich bin 21 und ich fühle mich unwohl, wenn ich Riz sage. Okay, Kandidatin Nummer 2. Ich würde nicht sagen, dass mir schon mal das Herz gebrochen wurde. Ich glaube, ich breche eher die Herzen. Das kann ich, ob ich das gut oder schlecht finde. Aber hast du wirklich jemandem schon das Herz gebrochen? Ich denke. Aber so richtig? So richtig? Das kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, die wollen danach nicht mehr mit mir reden. Hast du schon mal einen Boy Next Door, so einen besten Freund gehabt, der dir dann deine Gefühle gestanden hat und da hast du gesagt, sorry, wir sind nur Freunde und ihn dann 2 Monate lang geghostet und dann nie wieder zurückgeschrieben und dann werdet ihr langsam wieder Freunde, aber es ist nicht mehr das Gleiche wie vorher? Tatsächlich ja. Das war ja nur eine hypothetische Frage jetzt. Nummer 3. Er redet irgendwie so. Es ist so. Das macht mich einfach sauer. Ich durfte leider schon ein bisschen was miterleben. Also, ich wurde schon betrogen, ich wurde schon geghostet, ich wurde schon stehen gelassen ohne Grund. Hin und wieder gibt sich auch, dass dann eine andere geschwängert wird oder so. Das ist das Normalste der Welt, passiert, wo ist das Problem? Aber Digga. Blaue Haare, rote Haare. Oh. Da wissen wir auch, wo die blauen Haare herkommen. Vermutlich ist das das Drama, von dem wir gesprochen haben. Kann das sein, dass 50% der Frauen schon betrogen wurden? Ich finde das so krass. Das käme mir nie in den... Na, jetzt ist das Rating von ihm gerade. Das ist gerade Rating. Ja, ich finde es aber auch scheiße, dass so viele Frauen betrogen werden. Leute, schreibt mal auf Insta. Den Sinn. Echt nicht? Ja, Nummer 4. Ja, mein Herz wurde auch schon gebrochen, aber eher, weil ich hopelessly romantic bin und deswegen so High Standards und dann konnte... High Standards! Was sind denn deine High Standards, Digga? Mach mal halblang, dass ich ein Menü bei Maggis ausgebe. Chill mal. High Standards. Gänsehaut, wenn ich sowas höre, kriege ich wirklich, da läuft es mir im Rücken runter. Das halt nicht so erfüllt werden, auch von mir und deswegen waren schon ein paar Heartbreaks dabei. Also, wenn du hopeless romantic bist, musst du den Romantic-Teil übernehmen, weil... Ich bin sehr romantisch. Ich habe Rosen dabei. Sorry. Wow. Ja. Mike, warum hast du Rosen dabei? Für mich. A. Für die romantische Ader, weil du die Mädels alle so liebst. B. Für YouTube-Content. C. Weil du es bei irgendjemand anderen gesehen hast, weil es funktioniert. Ich würde B oder C sagen, beides. Für mein Thumbnail, für mein Video. I knew it. Okay, Kandidatin Nummer 5. Ja, sicher wurde mir schon mal das Herz gebrochen, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch irgendwie dankbar, dass das alles passiert ist, weil sonst wäre ich nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Ey, wow. Amen! Doesn't kill you, makes you stronger. Yes. Period. Ihr habt mich gerade beleidigt, weil ich geschrien habe, Junge. Ihr habt da rumgeheult und so. Chill mal an. Ich liebe diese Antwort. Wen würdest du rausschmeißen? Du musst jetzt. Das Problem ist, das Nummer 2, du wirst es jetzt nicht glauben, aber ich habe schon mal sowas erlebt. Meine beste Freundin, so, Shoutout Lena. Es tut immer noch weh. Spaß. Meine Fresse, ja. Das ist todaggressiv. Kein Spaß. Aber ich glaube trotzdem, Nummer 3 ist mir... ein bisschen zu crazy. Ich glaube, Daniel hat gar keinen Bock mehr. Er muss zu Ende gucken wegen Content. Tod ernst, er macht mich so sauer. Aber deine Entscheidung. Kandidatin Nummer 3. Du bist leider raus. Blaue Haare. Hallo. Deine Haare sind voll cool. Ja, die schauen echt cool blau aus. Voll gesund, auch dafür, dass du sie immer färbst. Ja, schon. Ja. Ich gebe mir Mühe. Ich pflege sie. Und nicht schwanger, und das ist gut. Und nicht schwanger. Ja. Sehr gutes Make-up. Dankeschön. Ja. Danke, danke. Ich finde das Einhorn toll. Echt? Ja. Okay. Das ist mein drittes Outfit heute. Ja. Ihr wärt wie die perfekten Tiere zusammen gewesen. Okay, danke. Danke. Da tschüss. Oh, ihre Haare sahen so krass gesund aus. Ich schwöre dir, wenn ich blond wäre, ich würde jede Woche anders färben. Huh. Okay, Quickfrage. Welcher Typ aus den deutschen Medien wäre so ein No? Ja, ich sag nichts. Go für euch. Ja, Leon Mascher, den kenne ich noch von früher. Der war so ein sehr komischer Dude. Ja, grüße Kind raus. Kandidatin Nummer 2. Thomas Gottschalk gar nicht. Stellt euch das einmal vor, einer sagt Daniel Slump. Wie witzig wäre das?
Matthias Schweighöfer auch. Ich find ihn einfach, like, er nervt mich einfach ein bisschen. Der nervt mich auch. Ja, voll. Ich wollte es gerade sagen, nervig. Oh, das war eine super Antwort von Kandidatin Nummer 1. Ich glaube, ich gehe da mit seinem Freund ApoRed. ApoRed. Kandidatin Nummer 4? Sag dir... Du Go, Digga! Du kleiner, dreckiger Go, Digga! Wie kannst du Red sagen, Bruder? Red die Tinennen, Digga. Oliver Pocher was? Das geht gar nicht. Das heißt Red, Digga. Nicht A, es heißt ApoRed, Digga. Mit dem Brustrückenumfang. Easy XP. Mit Matthias Schweighöfer hast du am meisten gevibed. Das Problem ist, wie sehr Harry Potter-Fan bist du? Ich werde jetzt ein bisschen voll Hate abbekommen, aber ich habe leider noch nie Harry Potter angeschaut. Ich habe es probiert anzufangen mit dem ersten Film, aber ich habe einfach Hamburger das Kostüm Realte ausgewählt, weil es nicht so, also es sah ganz gut aus, aber... Also da hat sie sich noch gerettet. I'm sorry, I'm not a Harry Potter-Fan. Wir sind so extreme Harry Potter-Fans suspekt. Okay, du musst jetzt trotzdem eine rauswählen. Eine davon muss ja, es sein. Ja, es tut mir leid, aber Kandidatin Nummer 1. Nein. Sorry. Vielleicht triggert mich einfach Gryffindor. Dann Kandidatin Nummer 1, komm bitte hervor. Hallo. Sorry. Hi. Auch schöne Haare und die riecht gut. Was bedeutet dein Tattoo? Das ist Geburtsdatum von meiner Mama. Oh. Hm? Chat sagt W, ist, finde ich eigentlich nicht so schlimm, also, es macht einen lieben Eindruck. Ja, ich habe da auch noch ein großes, so ein ähnliches wie du. Echt? Mhm. Willst du zeigen? Ja, klar. Zieh dich aus, kleine Maus. Oh, wir haben beide... Was? Ja. Oh mein Gott, ihr habt beide wahrscheinlich gestochen und... Ein Todstattoo. Ihr habt beide wahrscheinlich auch gestochen und habt euch gedacht, ich bin so unique. Das hat niemand. Nein? Nein. Oh. Ja, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Cool, dass du da bist. Ciao. Einfach, die haben Flux Could Kill Logo einfach auf ihre Oberschere. Denk einfach, Flux Could Kill, dieser Wolf. Wir sind jetzt im Semifinale. Wenn ihr ihn auf ein Date einladen würdet, wie sähe das aus? Kandidatin Nummer 1? Für Dates auf jeden Fall nicht sowas wie Kino oder so, weil da kann man ja gar nicht reden. Aber viel lieber sowas während dem Tag, das ist auch weniger creepy irgendwie so. Ein bisschen so nachts alleine mit einem Typen rauszugehen, den du nicht kennst. Auf Nummer sicher gehen ist immer gut. Kandidatin Nummer 2? Ich finde es voll cool, wenn wir irgendwas entertaining machen. So zum Beispiel, wir gehen in so einen Freizeitpark oder so und machen dann so voll den coolen Tag und haben voll Spaß. Oder voll schreien auf der Achterbahn. Achterbahn bin ich raus? Ich habe Höhenangst. Loser. Joking. So viel charging me for 10 minutes straight. Und Kandidatin Nummer 3? Ich würde etwas Einzigartiges planen, wie zum Beispiel auf ein Konzert gehen von einer Band, die wir beide noch nicht kennen. Wo wir auch ein bisschen Adrenalin haben. Rammstein, Digga. Und zusammen etwas Neues erleben. Das wäre nicht cool. Süß. Okay, welche von den drei Antworten hat dich am wenigsten überzeugt? Es tut mir leid, Nummer 2. I'm so sorry. Oh mein Gott, sie haben Flügel. Jetzt sehe ich es erst. Lol, ich sag doch Wings Club. Okay. I'm sorry. Alles kein Problem. Schön, dass du da bist. Sieht super aus. Danke. Ja, ich gehe als Wings. Das ist cool. Ich wusste Wings, lol. Ich komme mit. L-Pick, hä? Sieht voll schön. Secret Model. Auch das. Ja, stimmt. Kann ja noch kommen. Ja, willst du dein Instagram sagen und dann einen Model Walk rausmachen? Weil ich weiß nicht, ob ich den so gut kann, aber mein Instagram ist Carla Wue. Bam, 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 bam. Woo! Ey, Digga, das ist ein L-Pick. Krass, sie hätte echt gut Model werden können. Okay, Finale. Wenn ihr Mike kennenlernt und ihr merkt, oh, es passt ganz gut, wie würdet ihr ihn verführen? Kandidatin Nummer 1? Verführen? Das mache ich gar nicht so aktiv. Das passiert einfach. Also meistens muss man sich da gar nicht so Mühe geben, finde ich. Aber also, bist du nicht auch diejenige, die Herzen bricht? Ja, aber da versuche ich das ja nicht, sondern es passiert einfach. Ja, ist doch gut, das ist die Ausstrahlung dann. Ja. Stimmt. Und Kandidatin Nummer 2? Ich weiß nicht, ich habe schon eine flirty Personality, aber vielleicht irgendein schönes Outfit, Candlelight Dinner, paar Rosen am Bett, you know what I'm saying? Cute! You know what I'm saying? Du musst dich jetzt zwischen einer von den beiden entscheiden. Ich habe mich schon entschieden. Echt? Ja. Sag's mir. Soll ich leise sagen? Ja. Okay. Willst du das wissen? Willst du haben? Ja. Süß. Was will ich haben? Das klingt jetzt ganz gut. Ja. Cool. Willst du raus? Nummer 2. Oh, oh. Dann Kandidatin Nummer 2. Du kannst ja vorkommen. Hey. Hello. Krass. Hallo. Sorry. Kein Stress.
He's a pretender. The Lakers need a new center. Das ist alles gut, ja. Aber nur mit den Schuhen. Hi. Ach, stimmt. Ohne Schuhe bin ich ein bisschen kleiner. Krass. Wie groß bist du? 1,80. Modelgröße. Ja. Ja. Ich habe auch schon gemodelt. Also. Okay, nice, krass. Willst du uns mal einen Modelwalk zeigen? Zeig mal, ja. Da gehe ich direkt mal. Spaß. Ja. Gehe ich direkt mal. Ja, dann ist man auch direkt mit Model. Ja. Du wärst eh eingeschüchtert von ihr, oder? Ja. Was ich dann jetzt? Nein, stopp. Ich habe mir was überlegt. Ich habe mir gedacht, ich mache so ein bisschen spannend. Weißt du, ich meine, ich habe eine Augenbinde und die setze ich mir auf und ich sehe sie nicht, wenn sie rauskommt. Weil ich will auch wissen, ob diejenige, die hier ist, nicht für die Instagram-Follower da ist, sondern für die wahre Liebe. Ob es ein zweites Date gibt, kann sie dann entscheiden, indem sie mir entweder ein Küsschen gibt. Bitte sag einfach, Junge! Oder eine Torte ins Gesicht. Hast du eine Torte bei? Ja. Wo ist die Torte? Also die Gewinnerin darf Mike jetzt entweder ein Küsschen geben, falls sie ein zweites Date will, oder das hier ins Gesicht spielen, wenn sie keins will. Du kannst hervorkommen. Hallo. Okay, jetzt bin ich gespannt, was sie macht, Chat. Macht sie Ding? Macht sie Torte oder Kuss? Was denkt ihr? Na, schön, dass du da bist. Und guck ihn dir mal an. Ja! Yeah! Bruder, ich habe für seinen Downfall wirklich, sein Downfall ist mein Ziel gewesen im Leben, Real Talk, das ist gerade Top 3 Momente meines Lebens. Das ist gerade so schön. Aber die ist hübsch, ja, finde ich auch. Ungünstig. Entschuldigung. Alles gut. Leider ist er mir ein bisschen zu klein. Was? Ich? Ich bin 1,83. Das ist crazy. Ich bin 1,84, Chat, das ist crazy. Vielleicht könnt ihr ja Freunde werden. Ja, voll. Ja. Ein platonisches Händehalten. Okay. Geht hinfort. Sie will einfach ein Basketballer, ja, crazy. Bro will Bäume daten. Wie war das Instagram nochmal von der einen? Schade. Das ist... Okay, Freunde, das war's mit der Folge. Es ging an die Materie, ich sag's ehrlich. War eine harte Folge, ich sag wirklich, Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst einen Like, einen Kommentar, ein Abo da. Vergesst nicht, könnt gerne auch hier ein Abo da lassen auf Instagram. Mir auf Insta totschreiben, dann könnt ihr 20 Euro gewinnen. Ich verarbeite die Folge noch ein bisschen und mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Freunde, ich küsse eure Herzen, bleibt gesund, passt auf euch auf, Slums ab und wir hören uns.